Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von Michael. Und Michael schreibt auch eine E-Mail für uns, nämlich schreibt er: Hallo Dandy, da mein Zoo ja demnächst drankommen müsste, habe ich hier noch ein kleines Update. Ich habe ein wenig an den Wicked Woods weitergearbeitet und auch die ersten Tiere aus dem neuen DLC hinzugefügt. Oh, das ist cool. Also das Update kommt vom 10.04. Warte mal, war da schon das DLC draußen? Ich glaube nicht, oder? Meint er vielleicht das Arctic-DLC? Schade, ich habe mich gerade über das Lama, den Jaguar und so gefreut. Aber werden wir gleich sehen, in-game. Ich lese mal weiter. Ich hoffe, mein Zoo ist für dich noch spielbar. Ansonsten benutzt gerne den alten Spielstand. Bei mir läuft er eigentlich noch relativ flüssig, habe aber die Besucher rausgenommen, sonst würde es nicht mehr gehen. Hier noch eine kleine Kurzbeschreibung. The Five Kingdoms ist ein Zoo, der in 5 Königreiche aufgeteilt ist, die letztendlich dem Biom im Game entsprechen. Aktuell fertig sind The Kingdom of Cold mit Tieren aus den kälteren Regionen, The Rainforest mit Tieren aus dem Regenwald, The Wicked Woods, aktuell noch im Bau, mit Tieren aus den gemäßigten Breiten. Okay, das klingt ja schon mal sehr interessant. Find's cool, dass du deine Bereiche benannt hast. Und The Rainforest mit Tieren aus dem Regenwald klingt so ein bisschen so, als wenn das die Südamerika-Tiere sein könnten. Ich bin echt gespannt. Also, ich weiß, wann ist denn das DLC rausgekommen? Ich weiß es echt nicht mehr. Egal, wir lassen uns gleich überraschen. Alles in dem Zoo ist selbst gebaut. Ich habe keine Gebäude oder sonstiges aus dem Workshop benutzt. Lediglich bei den Mitarbeitergebäuden habe ich hin und wieder nach den Gebäuden aus dem Game selbst gegriffen. Ich wünsche dir viel Spaß und freue mich auf deine ehrliche Meinung. Liebe Grüße, Michael. Das klingt doch sehr vielversprechend und ich bin jetzt wirklich gespannt, ob die neuen Tiere drin sind oder nicht. Das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden in dem Five Kingdoms Zoo von Michael. Und da sind wir angekommen in The Five Kingdoms Zoo von Michael. Ich bin super gespannt. Also die 3 Themenbereiche, die du gebaut hast, klingen sehr interessant. Und wir gehen einfach mal hinein jetzt. Aber die FPS gehen noch eigentlich, gerade so. Also ich glaube, viel weiter kannst du nicht bauen. Dann wird es bald kritisch. Ihr müsst halt auch immer bedenken. Oh, hier ist noch ziemlich leer. Ich glaube, hier geht es noch nicht richtig los. So ein bisschen bepflanzt ist hier schon. Ihr müsst auch immer bedenken, ne? Ihr baut meistens auf pausiert. Und jetzt seht ihr schon, wenn man pausiert, dann läuft das Spiel um einiges flüssiger, als wenn man das Pausieren aufhebt. Weil das frisst auch nochmal ordentlich FPS, sobald das Spiel halt läuft und sich die ganzen Tiere bewegen und, und. Das müsst ihr halt auch immer so ein bisschen bedenken, ne? Weil man baut halt eigentlich in der Regel immer, wenn man das Spiel pausiert hat. Und dann kriegt man das gar nicht so mit, dass seine FPS eigentlich schon so niedrig sind. Oh, hier hinter sieht man schon die ersten Einblicke. Was haben wir denn da? Sieht aus wie so ein Äffchengehege. Ein wilder Mitarbeiter. Oh, bin ich gerade, wartet mal. Oh, du gerade sogar vor. Kann natürlich auch dann nochmal die FPS ein bisschen ziehen, ne? Oh, jetzt habe ich tatsächlich bessere FPS. Ups. Ja, mein Fehler. Jetzt haben wir sogar 30 FPS. So, was haben wir hier? Hier ist jetzt das erste Gehege. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Eingang so ein bisschen kahl ist, aber da bist du wahrscheinlich noch nicht zugekommen. Okay, hier ist auf jeden Fall schon mal ein Gewässer. Ich sehe aber kein Tier. Es versteckt sich. Sieht aber irgendwie nach was Kleinem aus, so klein wie diese Scheibe ist, oder beziehungsweise diese Barriere. Da kann ich jetzt euch gerade noch nicht sagen, was hier drin ist. Werden wir hoffentlich gleich noch sehen, wenn wir hier um die hier gehen. Ah ja, tatsächlich sehen wir es. Hier hast du das nämlich sehr elegant gelöst, dass du hier direkt so einen Schlafplatz gebaut hast, wo man die dann sehen kann, nämlich die chinesischen Schuppentiere. Wunderschönes Tier für so einen Eingangsbereich vom Zoo. Finde ich sehr passend. So, was haben wir hier? Das ist wahrscheinlich auch nochmal das Gehege. Ich glaube, da fließt so ein Fluss oder sowas durch. Oder so ein kleiner Kanal, Bach. Bach nennt man das, ne? Kanal ist, glaube ich, ein bisschen größer. Ja, Bach müsste es sein. Finde ich sehr cool. Okay, hier geht es dann jetzt richtig los. Hier hast du auch Bordsteine gemacht. Bin ich ja mal gespannt. Ach, mir fehlt immer noch das mittlere Lauftempo hier, ne? Finde ich sehr schade, dass man nur so sprinten kann und so langsam schleichen kann. Sehr, sehr schade. Hier ist auf jeden Fall noch einiges im Rohbau. Ah, jetzt sind wir aber auf dem Mainplatz, glaube ich. Aber der ist auch noch nicht fertig, so wie es aussieht. Aber hier geht es in die The Kingdom of Cold, in die Königreiche, die einzelnen. Da sollen wir übrigens als erstes rein. Das hat er auch noch in die E-Mail geschrieben, als PS. Das habe ich vorhin nicht vorgelesen.
The Rainforest, The Wicked Woods. Also das finde ich schon mal sehr cool, dass du hier so coole Schilder gebaut hast und das Ganze in so eigene Bereiche unterteilt hast. Und alles geht hier ab von so einem großen Plaza. Sieht schon sehr schön aus. Man sieht auch, dass du viel Liebe zum Detail hier reingesteckt hast. Und du hast tatsächlich das neue DLC verwendet. Oh mein Gott. Oh, wie cool. Da freue ich mich. Das wird ja richtig interessant. Cool, weil hier sind die neuen Sachen von dem neuen DLC. Ich glaube, das ist der erste Zoo, den wir besichtigen, wo die neuen Sachen auch verwendet wurden. Aber ich würde sagen, gar nicht lang schnacken. Wir gehen jetzt direkt in das Kingdom of Cold. Und übrigens auch diesen Zaun sehr schön hier gemacht. Das ist wirklich cool. Also ich finde wie heißt denn dieser Stein? Dieser gelbe India-Stein ist das, glaube ich, diese Indien. Mit dem Holz sieht sehr cool aus mit der Kombination. Scheint hier auch ein Affengehege oder so zu sein. Naja, gehen wir mal rein. Das Kingdom of Cold. Nee, ist gar kein Affengehege. Okay, never mind. Da war nur Äffchen als Deko. Du hast hier auf jeden Fall ein schönes eigenes Geländer gebaut. Finde ich cool. Und das scheint hier alles Arctic-DLC zu sein. The Kingdom of Cold. Was mir gerade ein bisschen fehlt, ist so Musik. Vielleicht kommt das ja gleich noch. Und vielleicht hätte man hier sogar noch, damit das Ganze kälter wirkt, so ein bisschen Nebel und sowas einfügen können. Das wäre, glaube ich, auch cool gewesen, wenn du hier so ein bisschen Nebel und so machst. Das könnte ich mir auch sehr cool vorstellen. Ah, da ist Musik. Aber ich glaube, das ist die Standardmusik von den Läden. Sehr schön. Cooler Laden, den du da gebaut hast. Das Vordach sieht auch sehr cool aus. Hast ja auch alles selber gebaut, hast du geschrieben. Tolles Design der Häuser. Richtig cool. Also sie sehen alle ungefähr gleich aus, im gleichen Stil gebaut. Aber trotzdem unterscheiden sie sich alle so ein bisschen. Das finde ich toll. Alle so ein bisschen andere Formen, andere Größen, andere Dächer. Sehr schön gemacht. Das Einzige, was ich gerade vermisse, ist eine Toilette. Die haben wir leider noch nicht gesehen. Das ist ja immer so eine Sache, die ich mir eigentlich wünsche. Oh, guck mal. Gerade noch gemeckert. So ein bisschen Nebel und da haben wir ihn schon. Ich habe nichts gesagt. Ah, sehr cool. Seht ihr einfach, wie schön dieser Nebel aussieht? Ich finde das so wundervoll. Ich mag das übrigens gerne, wie du hier diese Wege, diese Eiswege benutzt hast. Und dann im Hintergrund geht es auch so hoch. Oh mein Gott, da geht es mega hoch. Guck mal da. Da geht es richtig krass auf den Berg drauf und da sind sogar noch Gebäude und so. Into the Woods. Das sieht cool aus. Sehr atmosphärisch mit dem Nebel. Aber erstmal gehen wir zu Santas Stable. Rentiere. Wie cool. Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Hoppet, Donner und, was ist der letzte? Blitzen. Oh, das finde ich ja cool, dass du hier so einen Stall gebaut hast für die ganzen Rentiere. Da schlafen sie dann. Oh, wie süß. Die Babys. Die haben auch alle Namen. Finde ich auch sehr cool. Tolle Idee. Hier ist auch nochmal so ein paar Weihnachtssachen. Hier, der Boden flackert ein bisschen. Das kann man vielleicht noch beheben. Das sind aber alles so Kleinigkeiten. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Hey, wieso zoomt meine Kamera immer wieder ran? Hä? Okay. Never mind. Weiter geht's. Wir gehen jetzt mal den Rundweg entlang. Into the Woods. Bin ich ja mal gespannt. Hier flackert es leider auch immer ein bisschen. Aber das hast du sehr schön hier gemacht. Also von der Gestaltung her. Eigenes Geländer gebaut, eigene Barrieren gebaut. Das sieht auch sehr cool aus. Alles so in diesem Arktik-Design. Hier unten ein bisschen Glas rein. Da sehen wir, glaube ich, Polarwölfe. Ja. Ach, schön. Wundervoll. Diese Arktik-DLC-Sachen sehen ja auch einfach richtig, richtig cool aus. Oh, hier geht es durch so ein Haus durch. Kann man dann auch nochmal ein paar Infos lesen und so, Infos bekommen. Gut, das Flackern ist hier leider etwas stark vertreten. Also das kannst du halt ja leicht beheben, weißt du ja wie. Weil wenn man so in der Ego-Perspektive ist, finde ich das schon ein bisschen störend. Oh, das sieht aber cool aus da. Schau mal durch die Scheibe durch. Hier fließt auch so ein Fluss durch. Den fließenden Flussverlauf könnte man, glaube ich, auch noch ein bisschen schicker machen. Sieht ein bisschen unrealistisch aus hier. Also vom Fließen her. Das ist aber auch gar nicht so einfach tatsächlich mit den Düsen, die man hat. Fehlen mir auch ein paar Düsen so. Dann ist auch noch ein schöner Wasserfall. Sehr cool. Die Schneefelsen hast du benutzt. Die Eisfelsen scheinst du nicht benutzt zu haben, aber die finden ja auch viele Leute gar nicht cool. Weil die sehr unrealistisch aussehen, weil die denen zu blau sind. Ich finde es aber cool, dass du hier so krasse Höhenunterschiede drin hast. Und dass wir später noch hier oben lang gehen. Hier ist, glaube ich, ein Geländer.
Da gehen wir noch lang. Im Hintergrund sehen wir schon die Dall-Schafe, glaube ich. Mega cool. Ach, das freut mich. Richtig cool. So, was haben wir hier noch? Oh, hier haben wir Tiger. Sehr schön. Oh, hier ist doch auch wieder alles selber abgezäunt und so. Mega. Das ist richtig viel Arbeit, wenn man immer eigene Zäune baut und das überall lang baut selber. Aber ich finde, es lohnt sich immer. Es sieht sehr schön aus, wenn man das selber baut. Dann was ganz anderes. Hast du auch sehr schön gestaltet. Auch die Bepflanzung, das Gehege sieht super interessant aus. Höhenunterschiede, Wasser, Klippen. Alles, was man braucht. Und da schwimmt ein Tiger. Ganz toller Zoo. Man sieht wirklich, dass da sehr viel Arbeit reingeflossen ist. Bin echt gespannt auf den ganz neuen Bereich mit dem neuen DLC. Das wird cool. Ach, schöne Tiere. Echt interessantes Gehege. Also dieses, diese Barriere finde ich sehr cool, die du hier gebaut hast. Sieht echt schön aus. Bis auf das Flackern. Ist aber auch schade, dass dieses Flackern entsteht, wenn man Sachen halt ineinander platziert. Das finde ich sehr schade. Aber das kann man ja beheben, ne? Ihr wisst ja wie. Ich habe es euch schon oft genug gezeigt, wie man das Flackern behebt. Aber das Gehege sieht aber wirklich sehr schön aus. Toll gemacht. Oh, du hast hier sogar so ein Kratzding in den Baum eingebaut. Hat leider nicht ganz funktioniert. Ansonsten wäre es mega cool, da würde er sich so am Baum kratzen. Aber coole Idee. Ist vielleicht nicht der beste Baum dafür. Auch schön bewaldet hier alles. Ein bisschen die Mitarbeiterwege, das macht ja nichts. Ich glaube, verlaufen kann ich mich ja auch nicht großartig. Das ist aber cool, dass du die auch alle so im Arktik-Design gemacht hast, diese Mitarbeitergebäude. Dadurch kommt so ein bisschen die Stimmung auf, als wenn hier so ein Dorf wäre oder sowas. Ach cool. Animal Hospital. Auch sehr schön bepflanzt hier am Rand. Sieht echt toll aus. Hier kommen wir in das nächste Häuschen, wo man Tiere sehen kann. Das sind Isabellbären. Ah, diese Scheiben, das habe ich auch schon öfter gesagt, dass die mich immer ein bisschen stören. Gerade wenn das Licht da so drauf knallt. Guck mal, wie spät es ist. Noch mal ein bisschen heller. So, jetzt ein bisschen besser. Jetzt sieht man auch ein bisschen mehr. Diese Scheiben, die sind halt immer sehr milchig, sage ich mal. Also man kann da nicht so gut durchgucken. Deswegen laufe ich auch meistens da durch, damit man mehr sieht. Aber auch wieder ein sehr schönes Gehege hier von der Gestaltung. Schöner Wasserverlauf, schöne Klippen, schöne Bepflanzung, schöne Höhenunterschiede. Und auch ein wunderschöner Hintergrund mit diesem Palast oder was das ist da oben. Mich sehr interessiert, was das wohl sein mag. Wir da wohl gleich zu Gesicht bekommen. So. Ich habe auch noch keine nicht selbstgebauten Barrieren gesehen. Das finde ich sehr gut. Okay, der Rundweg sagt rechts, also gehen wir hier rechts lang. Wieder eine Besuchergalerie. Was ist denn das jetzt für ein Gehege? Oh, Schneeleoparden. Ah, da sehe ich auch einen. Der hat so einen riesigen Würfel im Mund. Gönnt sich richtig. Oh, ich habe glaube ich noch, wartet mal. Ups, ich habe immer noch die Mods installiert. Ist gar kein Schneeleopard, ist ein Amurleopard. Beziehungsweise ein Schneeleopard in Orange, aber das macht ja nichts. Passt schon. Finde ich aber auch wieder sehr cool. Sehr interessantes Gehege. Schön die Höhenunterschiede wieder. Finde ich super. Und hier auch, wie du die Mauern im Hintergrund gebaut hast. Finde ich auch toll. Und selbst hier, das hast du alles mit Holz abgesteckt. Ganz schön viel Arbeit, aber ich finde es cool, dass du dir die Mühe gemacht hast. Gut, dieser Hügel hier vor, weiß ich nicht, ob der so klug ist. Ich glaube, den hätte ich eher runter gemacht, dann hätte man ein bisschen mehr gesehen, weil der nimmt so ein bisschen Sicht von dem Gehege weg. Aber gut, macht nichts. Boah, das sieht schön aus hier mit den Burgmauern, dem Wasser hier. Hier sieht man ein bisschen die Düse leider. Finde ich aber eine coole Idee. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Hä? Komme ich hier noch lang später? Nehmen wir auf jeden Fall, glaube ich, Pandas oder so. Ich sehe leider kein Tier. Sieht aber auch sehr interessant hier aus. Aber ich sehe halt hier einen Panda, deswegen gehe ich davon aus. Scheint so ein Restaurant oder so zu sein. Gehen wir ganz kurz zurück. Ich glaube nämlich, wenn ich jetzt hier einmal lang gehe, das ist eine Sackgasse. Nicht, dass ich das gleich nicht sehe. Ja, ist auch leider wieder das Flackern. Ein bisschen Musik und so fehlt mir aber auch noch. Also das kannst du auf jeden Fall noch einfügen. Schönes Wassergeplätscher. Ich glaube, das ist nur Deko. Das ist einfach nur Landschaft. Cool.
Aber krass, dass du dir so viel Mühe gibst. Es hätte auch ein Gehege hier sein können, so schön ist das gestaltet. Dann auch noch ein Indoor-Bereich und Toiletten. Ja, hier kann man sich dann noch was zu essen holen. Sehr cool. Hier sieht man wieder das Problem, dass man an erhöhten Wegen die Bordsteine nicht wegmachen kann. Dadurch entsteht leider sowas hier. Sehr, sehr ärgerlich. Ich hoffe, das kommt noch irgendwann mit einem Patch. Das verstehe ich nämlich bis heute nicht, warum das nicht funktioniert. Aber egal, weiter geht's. Sind halt so Kleinigkeiten, die beim Bauen wirklich störend sind. Aber kann man halt nichts machen. Ach, guck mal, hier kann man auch nochmal gucken. Finde ich wirklich interessant, das Gehege. Es hat sehr viele Höhenunterschiede, ist sehr verwinkelt und so. Super interessant gestaltet und spannend. Ist dann auch gar nicht schlimm, wenn man die Tiere dann mal nicht zu Gesicht bekommt. Da ist er. So. Der Weg schlängelt sich ja auch hoch. Das finde ich übrigens auch ein bisschen doof, dass der Weg, da kann man aber auch nicht wirklich was gegen machen. Das ist sehr schwierig, dagegen was zu machen. Dass der manchmal so Kanten und so reinbekommt. Immer sehr schwierig. Gut, die Baumstämme gucken da jetzt auch so ein bisschen durch. Aber das ist auch verdammt anstrengend. Hier überall Stützen und so ran zu platzieren, wenn man so viele Höhenunterschiede hat. Finde ich ja so gar nicht so schlimm. Weiß halt, wie viel Arbeit sowas ist. Kannst gerne mal reinschreiben in die Kommentare, wie lange du gebraucht hast, um dein Zoo zu bauen. Oh, wie süß. Rote Pandas. Wir gehen halt gerade immer weiter den Berg hoch. Das finde ich mega interessant. Ist auch nochmal wunderschöne Landschaft, die man sehen kann. Oh, da hinten ist auch noch irgendwie so ein Dom oder sowas. Arctic Trail. Asian Outlook. Okay. Rundweg führt uns hier links lang. Ich mach's richtig. Oder sollen wir mal den Arctic Trail runtergehen? Komm, wir gehen hier mal runter, Leute. Ist ja auch wieder richtig cool aus. Du hast hier wieder eigene Geländer gebaut und alles. Die Landschaft schön gestaltet, auch den Hintergrund und so. Hast du echt toll gemacht. Und hier geht's in so einen Eisdom rein. Aus wie ein riesiges Iglo. Oder Iglu. Mega cool. Schön gestaltet hier. Leider wieder das Flackern. Also das kannst du auf jeden Fall noch drauf achten, wenn du baust, dass du dieses Flackern nicht hast. Ich glaube, wenn du es hier jetzt wieder verbessern willst, mit dem, also das Flackern wegmachen willst, das wäre mega viel Arbeit. Weil darauf musst du halt achten am Anfang am besten, wenn du das Ganze direkt baust. Oh, hier haben wir Eisbären. Auch ein tolles Gehege. Sehr groß. Ist zwar sehr flach, aber du hast das schön geregelt, sodass es gar nicht störend rüberkommt. Kann auch an dem Schnee liegen, dass es nicht störend rüberkommt, dass du hier keine Höhenunterschiede drin hast. Aber du hast halt hier so am Rand immer so ein bisschen hochgebaut. Dadurch wirkt es sehr natürlich. Hast du echt gut gemacht. Na, die brauchen auch viel Platz, die Eisbären, ne? Hier können sie schwimmen. Hier ist auch Underwater Viewing, sehe ich schon. Ich glaube, du hättest ja echt noch ein bisschen mehr von diesem Nebel und Dunst und so einbauen können. Bin ja echt großer Fan von geworden. So. Ich hoffe echt, wir laufen gerade keinen doofen Weg. Oh ja, Japan mal kacken. Haben wir hier. Kann man auch einmal Indoor gucken. Hier können die so ein bisschen schlafen. Da kommt sogar gerade einer. Sprintet hier rum. Auch süße Tierchen. Finde ich cool, dass du so einen Eisdom gebaut hast. Wo geht's hier hin? Ah, hier kann man jetzt von außen die angucken, die Japan-Makaken. Auch wieder richtig schön. Viel Liebe zum Detail. Toll gestaltet das Gehege. Da gibt es nicht viel zu meckern. Wirklich klasse. So, geht es hier lang? Hier kann man noch einmal komplett rumlaufen um das Gehege, so wie es aussieht. Hier gibt es aber auch viel zu entdecken. Das ist so viel gestaltet. Oh, die können ja sogar übers Wasser laufen, über so ein Gerüst. Also die Gehegegestaltung ist wirklich super interessant. Ist echt spannend. Jedes Gehege sieht anders aus. Jedes Gehege sieht besonders aus. Man sieht, dass du dir echt immer viel Mühe gegeben hast. Oh. Jetzt haben wir nochmal so einen wunderschönen Besucherplatz mit einem Springbrunnen. Toller Bepflanzung und rundum einige Läden. Und auch Musik. Das ist sehr gut. Das hast du ja übrigens auch sehr schön gemacht. Hast so eigene Blumenbeete gemacht mit Erde, so selbstgebauten Bordsteinen oder Erhöhungen. Das sieht echt toll aus. Komme ich hier nicht mehr runter? Oh nö. Ich bin gefangen. Ja, fliegen wir mal ganz kurz hier oben rüber. Das macht ja nichts. So. Wo sind wir denn jetzt gerade reingegangen? Wartet mal. Ach, hier sind wir reingegangen.
Kingdom of Cold, genau. Oh mein Gott. Ich will mich jetzt gar nicht zu sehr spoilern, aber es sieht schon verdammt cool aus. Mit diesem Palast da oben. Okay, wir gehen wieder an die Stelle, wo wir waren. Müsste irgendwo hier hinten sein. Da. Okay, wunderbar. Schnappen wir uns mal den Mitarbeiter hier. Dann hoffen wir mal, dass wir nicht wieder nach da oben glitschen. So, perfekt. Also ganz toller Platz hier. Sehr, sieht sehr einladend aus. Also hier würde ich direkt mir was zu essen holen. Oh, hier geht's auch noch weiter. Nordpol. Arctic Sea. Du hast, glaube ich, auch in die E-Mail geschrieben für mich, dass ich bei den Eisbären und den Japan-Makaken ruhig einmal vom Rundweg abweichen darf. Also ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Ist ja auch selbst gebaut, ne? Ich liebe selbstgebaute Geländer. Immer was ganz anderes. So, jetzt hat man nochmal einen wundervollen Ausblick auf das Eisbärengehege. Das hast du auch sehr schön gemacht hier mit diesen Eisschollen. Finde ich toll. Sieht cool aus. Kann man einmal nochmal das ganze Gehege sehen. Das ist auch wirklich mega riesig. Hier geht es wieder runter. Das Gebäude hier sieht auch super interessant aus. So runde Gebäude und so zu bauen, ist auch echt anstrengend. Also meinen Respekt hast du. Auch hier schön mit Säulen und so gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob hier noch eine Säule fehlt, aber ich glaube, so schlecht sieht es gar nicht aus. Du hast es auch so ein bisschen schräg. Hier hast du extra Stützsäulen. Das hast du eigentlich ziemlich gut gemacht. Sieht schon sehr gut und realistisch aus. Hier geht es auch nochmal runter. Wo geht es denn hier hin? Mal schauen. Ach, hier ist das Underwater Viewing. Ah, macht Sinn. Okay. Auch cool gemacht. Auch hier mit den Stützen nochmal. Das ist schon cool. Leider ist gerade kein Eisbär am Start. Schade, schade. Ja, gut. Gehen wir mal wieder zurück. Das ganze Stück. Und dann schauen wir mal, was uns da oben erwartet. Ich bin echt gespannt. Dass man jetzt hier den ganzen Weg zurücklaufen muss, ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Ist natürlich immer schöner, wenn man Rundwege gestaltet. Aber manchmal ist das gar nicht machbar. Manchmal ist das echt sehr, sehr schwierig. Ich glaube, du hast schon wirklich versucht, die Wege gut zu gestalten. Deswegen will ich das jetzt gar nicht kritisieren oder so. Mountaintop. Oh, da will ich hin. Aber wo gehe ich jetzt lang? Rundweg. Okay, wir sollen erstmal runtergehen, so wie es aussieht. Oder gehen wir jetzt. Ich habe Angst, mich zu verlaufen. Ach, hier ist das nächste Gehege. Ach, hier sind die Rudolfs. Sind wir jetzt wieder hier unten? Wait. Oder ist das einfach nur nochmal eine Aussichtsplattform? Ich glaube schon. Hier ist, glaube ich, der Stable, ne, den wir gerade gesehen haben. Hier kann man dann nochmal die Rentiere im Außenbereich sehen. Ist auch wieder einen eigenen Zaun und so gebaut. Cool. So. Haben wir hier was verpasst? Nö, nicht wirklich. Habe ich ja alles richtig gemacht. Auch schöne Felsarbeit hier. So, was haben wir hier? Hier nochmal eine schöne Aussichtsplattform für die Besucher. Ach, jetzt sind wir wieder bei den Polarwölfen. Cool. Kann man sich auch einmal rundum umschauen. Immer wie so ein kleiner Wintergarten gefühlt. Ja, der Boden ist natürlich wieder hier ordentlich am Flackern. Oh. Sind wir jetzt wieder zurück? Okay, dann hätte ich gerade nochmal abbiegen müssen zum Mountaintop. Das habe ich dann falsch gemacht. Aber das ist gut. Wir kommen hier wieder zurück, ohne dass wir zurücklaufen müssen. Also hier hast du das wirklich gut gemacht vom Rundweg her. Aber wir gehen jetzt nach oben. Definitiv. Infopoint. Boah, da hätte ich aber Angst, so einen Eiszapfen auf den Kopf zu bekommen. Aber sieht sehr cool aus mit dem Feuer, den Eiszapfen hier. Super interessant. Ach, da sind die Schäfchen. Cool. Hier ist auch so Düsen eingebaut, glaube ich, dass da so ab und zu so ein bisschen Staub oder Eisdampf runterkommt. Seht ihr das? Ja, da sind auch die Düsen, die sieht man sogar noch leicht. Finde ich cool. Sowas ist immer toll. Auch schön, dass die Schafe hier oben schlafen. Finde ich auch toll. Kann man die gut sehen. Die haben auch ein krasses Gehege von den Höhenunterschieden. Okay, ab geht's nach oben, Leute. Das Gefühl, je weiter ich hochgehe, desto schlechter werden die FPS. Wahrscheinlich, weil ich immer mehr sehe und Überblick habe.
Iceberg. Cool, hier gibt es nochmal was zu essen. Ach, schön. Immer dann nochmal eine wundervolle Aussicht. Was ist das denn hier? Waren wir da drin? Kann gut sein. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, da waren wir drin. Das Dach sieht auf jeden Fall cool aus. Das sind nochmal die Schäfchen. Ein wundervoller Ausblick nochmal. Aber ich glaube, da oben kommen wir gar nicht hin, oder? Restrooms. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nur ein Deko-Gebäude. Kann ja mal gucken, ob wir da reinkommen. Nee, scheint nur ein Deko-Gebäude zu sein. Ja. Finde ich aber cool, dass du da echt noch so ein krasses Schloss hingebaut hast. Sah sehr interessant aus. Oder sieht sehr interessant aus. Jetzt bin ich hier wieder gefangen. Ah. Sorry. Okay, manchmal ist es echt ein bisschen schwierig, wenn man hier festhängt. So, gehen wir mal wieder weiter zurück. Sehr, sehr interessant. Genau, hier kommen wir nämlich jetzt in den nächsten Bereich. Er hat nur gesagt, ich soll hiermit anfangen. Und ich bin ja gerade echt am Überlegen, in welchem Bereich wir jetzt gehen. Ob wir in den neuen Bereich gehen? I don't know. Das war auf jeden Fall der erste Bereich. Wir gehen wieder zurück zum Plaza hier. The Wicked Woods, the Rainforest. Ich glaube ja, dass irgendwie dieser Bereich hier der neue ist, The Wicked Woods. Weil hier schon diese Deko steht. Bin mir aber tatsächlich nicht sicher. Komm, sollen wir mal reingehen? Komm, wir gehen jetzt in The Wicked Woods. Interessiert das? Ich will die neuen Tiere sehen. Also Rainforest macht ja mehr Sinn bei den neuen Tieren. Aber ich dachte, weil hier die Deko vorsteht, hier sind auf jeden Fall Pfaue drin. Das ist ein begehbares Gehege. Dann kommt man raus. Auch tolle Tiere, Pfaue. Okay, hier ist noch... Hier ist Feierabend mit dem Weg. Scheint so noch nicht weitergekommen zu sein. Sieht aber auch sehr schön grün aus, schön bewaldet. Nicht bewaldet, sondern so schön bepflanzt. Bäume stehen ja nicht wirklich. Hier auch ein kleiner Unterschlupf. Selbst gebaut. Dann kommen wir hier raus. Was sind wir denn hier? Alles sehr eng und verwinkelt, finde ich aber irgendwie sehr angenehm. Ich glaube, das sind Äffchen, aber ich weiß nicht, was für Äffchen. Ich sehe gerade keine. Ah, da. Oh, das ist ein Kapuzineräffchen, oder? Ich glaube, das ist eins der neuen Tiere. Ah, cool. Okay. Ah, hier sind wir auf der Rückseite von den Schuppentierchen. Auch nicht schlecht. Ich glaube, das war wirklich ein Kapuzineräffchen. Ja. Cool. Das erste neue Tier aus dem neuen DLC. Ah, hier sind auch die neuen Pflanzen. Cool, ist mir gar nicht aufgefallen. Ah, das ist toll, dass wir die jetzt schon sehen, so schnell. Mega gut, dass du ein Update eingereicht hast. Freue ich mich sehr drüber. Ganz tolle Tiere, die Äffchen. Auch wenn sie vielleicht nicht die spannendsten sind von dem DLC. Trotzdem schön, mal sowas zu sehen. Hier ist auch einer von den neuen Felsen. Sehr cool. Oh, auch ein interessantes Gebäude. Cooles Dach. Ja, sehr cool. Also Gebäude bist du auch sehr, sehr gut drin im Bauen. Dann auch nochmal so ein kleiner Platz, wo die Leute was essen können. Nicht schlecht. Oh, was haben wir denn hier? Oh! Der Ameisenbär. Oh, ich liebe es. Ich finde das so cool. Aber hier ist, glaube ich, noch gar kein... Doch, hier ist sogar ein Weg, wo man lang geht. Okay. Hier ist ein kleines Gewässer. Hier ist halt die ganzen neuen Sachen verwendet. Hier ist auch so eine neue Barriere benutzt. Das ist so cool. Ich freue mich schon auf die ganzen Zoos, die dann fast nur mit diesem DLC gebaut wurden. Dann sieht man auch mal was anderes. Das ist wirklich mal ein bisschen Abwechslung. Hast du auch schön gemacht hier von der Gestaltung. Kleines, süßes Gehege, alles mit so natürlichen Barrieren abgegrenzt. Und du hast, glaube ich, auch fast nur die Sachen aus dem neuen DLC benutzt. So wie es aussieht. Hammer. Da freue ich mich. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir die so schnell zu Gesicht bekommen, die neuen Tiere und die neuen Sachen. Die sind auch so cool. Die Ameisenbären. Oh, wie süß. Oh, da schläft sogar noch einer im Hintergrund. Gar nicht gesehen. Ach, schön. Es war, glaube ich, jetzt hier zu Ende, ja. Das war ein kleiner, aber schöner Bereich, weil man hier zwei neue Tiere gesehen hat. Finde ich toll. Bin jetzt gespannt, ob wir vielleicht sogar noch den Jager und das Lama in dem Rainforest sehen. Aber das Lama, das macht, glaube ich, nicht viel Sinn im Rainforest. Aber ich könnte mir so einen Jaguar da schon vorstellen. Werden wir dann gleich sehen.
Ist jetzt auch der letzte Bereich. Jetzt geht's nämlich in den Rainforest. Oha. Da bin ich ja gespannt. Oh, die FPS droppen teilweise so ein bisschen. Das tut mir sehr leid. Ah, das sieht schon mal wirklich toll aus. Du hast hier auch beleuchtet. Wir sollten gleich noch bei Nacht unbedingt schauen. Sieht aber echt schön aus. Du hast hier so einen eigenen Weg gebaut. Mit so Lücken zwischen. Das finde ich cool. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Gefällt mir aber sehr gut. Ah, the rain. Geht echt nur noch so ein bisschen Musik und so. Wird schon öfter gesagt. Ah, hier ist so ein Fluss. Ja, hier, das sieht leider auch nicht ganz so realistisch aus, das Fließen. Aber das ist auch echt schwierig, einen fließenden Fluss gut darzustellen. Weil die Düsen dafür echt nicht so gut ausgelegt sind. Das sieht leider ein bisschen unrealistisch aus. Also ich glaube, das kannst du noch ein bisschen bearbeiten, dass das ein bisschen schicker aussieht mit den Düsen. Aber tolle Gestaltung hier. Wirklich toll. Schon das nächste Gehege. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ach, ein Bär ist das. Ich glaube, ist das ein taiwanischer Schwarzbär? Ja. Tatsächlich. Da hoppelt er. Was hat der denn gemacht? Ach so, der hat da so ein Spielzeug angegriffen. Hab ich schon gefragt. Ich dachte, der hat gerade irgendein anderes Tier angegriffen. Du hast ja auch wieder alles selber gebaut mit Geländer und so. Auch sehr interessante Infostände und Läden hier wieder gebaut. Cool. Special Offers for Children. Montezumas. Ja, ein Kind bin ich leider nicht mehr. Das heißt, ich muss leider den Vollpreis bezahlen. Schade, schade. Als Kind hatte man es noch gut, da musste man nichts selber bezahlen. Hier sind Leistenkrokodile drin. Oder sind das Ganges-Gaviale? Ich glaube, Leistenkrokodile. Ich finde das cool, wie das da auf dem Stein chillt. Oder ist das beides? Warte mal. Nee, Leistenkrokodil. Es sah so aus, als hätte das voll die dünne Schnauze. Aber jetzt sieht man es ganz gut. Es war einfach nur sehr weit weg. Ist aber cool, dass man hier beim Essen dann so die Leistenkrokodile sehen kann. Finde ich mega. Gehen wir mal hier links. Was haben wir hier? Ja, australische Großschabe oder so dürfte das sein. Nee, Riesenbockkäfer. Ja, whatever. Käfer tue ich mich immer schwer mit. Sind auch super uninteressant. Oh, Wari haben wir hier. Auch sehr cool gemacht. Mit dem selbstgebauten Geländer hier, dann hier das Wasser zwischen und dann da auch nochmal alles abgesteckt. Also wirklich super interessant. Das sind Katas und Waris. Vielleicht können wir da auch noch nachher durchlaufen, weil das sind ja eigentlich so Standardtiere für ein begehbares Gehege. Aber auch wieder toll gestaltet. Schöne Bepflanzung. Super interessantes Gehege. Hier sieht man dann nochmal die Leistenkrokodile ein bisschen besser. Hast du auch hier sehr schön gemacht. Auch hier nochmal extra abgesteckt. Cool. Oh, Retter in Not. Da sehe ich mich. Komm. Oh, geht nicht. Oh, Pech gehabt, Königstiger. Da musst du da drin bleiben. I'm sorry. Hey, sind Hippos drin? Wait. Ich glaube, dass hier vor dem Affengehege ist ein Hippo-Gehege, also das Wasser hier. Kann das sein? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil da stand so ein Hippo-Schild. Ich glaube, das hast du kombiniert. Das ist ja mega cool. Ja, tatsächlich. Das ist ja mal cool. Das sind aber, glaube ich, Zwerghippos. Ja, Zwergflusspferd. Kommen wir aber gleich noch zu. Ich glaube, der Bereich ist ziemlich groß. Aber finde ich toll, dass du das so kombiniert hast. Hast du das Wasser vor dem Affengehege, das was zur Abgrenzung sozusagen dient, hast du nochmal gut genutzt. Oh, warte mal, ist das nicht so einer? Dann kann ich dich sogar retten. So. Dauert jetzt ein bisschen, bis Mitarbeiter kommen. Aber auch hier wieder sehr schön gebaut. Hier ist ein Königstigergehege. Cool. Auch super spannendes Gehege. Sehr interessant aus. Alles mit Klippen abgesteckt. Wunderbar. So, der Tiger ist auch gerettet. Oh, jetzt geht's nach hier oben. Was haben wir hier Schickes? Haben wir nochmal so einen Rundum
Sichtguckding. Oh, die haben wir sogar öfter hier. Das ist cool. Und im Hintergrund sieht man sogar den Eispalast. Ja, das ist schon toll, ne? Wenn man so einen hohen Berg baut mit einem richtig tollen Gebäude drauf. Das ist wirklich eine sehr schöne Deko. Den Hintergrund. Könnt ihr nochmal das Äffchengehege sehen? Oh, da sind auch noch andere. Ist das ein anderes Gehege? Warte mal. Ah, nee, da hinten sind die Varis. Hier sind die Varis und Katas. Das ist hier schon wieder ein anderes Gehege. Ah, cool. Das sind nämlich hier, wie heißen sie? Mandrills. Mandrills. Sehr spannend. Der Bereich ist halt riesig. Oh, wie cool das aussieht hier. Riesiger Wasserfall im Hintergrund. Toll. Haben die gerade einen Purzelbaum gemacht? Ja, was machen die denn da? Das ist ja richtig süß gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennen konntet. Sind, glaube ich, Bonobos oder so. Oder Schimpansen. Da unten. Mega cool. Das ist richtig das Affenparadies hier. Und überall, wo man hinguckt, sieht man Tierchen und Gehege. Hier sind die Zwergflusspferde. Und was sind's? Bonobos? Ne, Schimpansen. Wow, cool. Okay, hier kann man dann nochmal die Flusspferde vom Nahen sehen, wenn sie denn da wären. Eine Infotafel. Oh, hier haben wir Bongos. Ein Bongo-Gehege ohne Bongos. Wo sind sie? Ja, Tiere verstecken sich gerade. Ach, da. Da sind sie. Hier flackert es leider wieder. Aber das mit dem Flackern ist wirklich ein kleines Problem. Haben wir da? Das ist wie das Mandrill-Gehege. Das ist wirklich richtig cool gemacht. Sieht auch echt schön hier aus mit der Gestaltung, mit dem Wasser, das schön fließt. Du hast ja auch das unruhige Wasser genommen. Finde ich toll. Bringt ein bisschen mehr Bewegung in die Szenerie. Oha. Okay, hier ist so eine Brücke anscheinend gebaut mit eigenen Stützen und alles. Mit Seilen verbunden. Ich weiß gar nicht, wo ich alles hingucken soll. Ich habe das Gefühl, ich werde voll viel übersehen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich den zu hochladen darf. Habe ich gerade vergessen, wenn ich ehrlich bin. Gucke ich gleich nochmal nach. Falls ja, findet ihr den auf jeden Fall in der Videobeschreibung und könnt ihn nochmal selber erkunden. Dann könnt ihr auch die Sachen nochmal sehen, die ich jetzt vielleicht übersehe. Weil es gibt hier echt viel zu entdecken. Der Zoo ist wirklich sehr groß. Sehr, sehr viele Details hat er auch. Eine Boa Constrictor. Ja, soll die mal machen. Auch ein cooles Gebäude hier wieder. Mal nach draußen gucken. Aber hier ist, glaube ich, noch nichts fertig. Ne, sieht noch sehr leer leider aus. Wurde noch nicht zugekommen. Hier haben wir nochmal irgendeine Spinne. Aber hier geht es noch höher. Geht es denn hier hin? Ach, das sind jetzt wieder die Bongos. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ach, das war so ein Rund... Ne, warte. Ne, wir waren gerade hier, ne? Ich dachte gerade wegen der Brücke, aber hier ist einfach die gleiche Brücke. Das finde ich ja cool, dass du hier extra so eine richtige Brücke gebaut hast. Guck mal hier in die Ferne, wie krass das ist. Sieht einfach so krass aus. So, hier haben wir nochmal ein Restaurant, so wie es aussieht, mit Toilette. Wieder alles selbst gebaut hier. Jedes einzelne Geländer. Gut, dann kann auch mal so ein Fehler passieren, das macht nichts. Ach schön, wieder ein selbstgebautes Gebäude. Ah, du bist wirklich sehr kreativ, Michael. Mir fehlt leider noch das Schildchen. Hier haben wir die nächste Plattform mit einem riesigen Baum in der Mitte. Apis. Oh, dann waren das gerade gar nicht die Bongos, glaube ich. Hm. Wir haben gerade ein bisschen durcheinander. Gibt hier so viel zu entdecken. So. Oh, Flachlandgorilla. Cool. Du hast es übrigens vom Wegenetz so gemacht, dass man sich nicht verlaufen kann wirklich. Also das hast du sehr gut gestaltet. Aber ich habe trotzdem komplett den Überblick verloren, wo ich bin. Aber das ist jetzt nicht negativ gemeint. Also du hast das wirklich sehr schön gestaltet hier. Aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass du so viele Details eingebaut hast. Hier wieder schön der Wasserfall im Hintergrund. Ja, ich weiß halt gar nicht, wo ich alles hingucken soll, weil es hier so viel zu entdecken gibt. Mega spannend gerade. Ah, das ist wirklich toll. Das ist wirklich richtig cool.
Die haben auch ein riesiges Gehege, die Gorillas. Sieht auch super interessant aus. So, hier geht's nochmal runter. Kann man dann nochmal die Okapis sehen. Und nah dran. Sehr schön gemacht. Wenn man dann mal den normalen, also die normalen Geländer benutzt, finde ich das gar nicht schlimm. Du hast dir so viel Mühe gegeben und immer überall andere Geländer gebaut. Es gibt übrigens auch eine Mod mittlerweile, die die Scheiben hier entfernt von diesen Vivarien. Die ist auch sehr cool, die Mod. Weil dadurch kann man dann auch mal versuchen, eigene Vivarien zu bauen und die so miteinander zu kombinieren. Also das werde ich definitiv auch nochmal versuchen. Vielleicht auch in meinem eigenen Zoo dann. Nochmal Schildkröten. Ja, Vivarien gucke ich jetzt nicht alle rein. Die sind halt nicht so spannend. Oh, hier ist ein begehbares Gehege, so wie es aussieht. Ja, hier gehen wir mal rein. Boah. Die Legs sind auch wieder real. Okay, man scheint hier einmal komplett außen rumlaufen zu können. Was ist denn das? Das ist ein Galapagos, oder? Ne, Aldabra. Ja, tue ich mich auch immer schwer. Wobei die Aldabra ein bisschen dunkler sind, aber ich habe es gerade im Schatten gar nicht gesehen. Auch sehr idyllisch hier. Kann man sich auch mal hinschillen. Ein bisschen mit den Schildkröten kuscheln, füttern. Weil wirklich kuschelig sind die wahrscheinlich eher nicht. Die schnappen einem wahrscheinlich eher die Finger ab. So, gehen wir wieder raus. Ich glaube, wir müssen hier wieder zurück. Ich habe jetzt keinen anderen Ausweg gesehen. Und dann biegen wir mal rechts ab. Ich habe auch gar nicht die Schilder hier gelesen. Ups. Creepy Crawlers Tortoise Walk. Main Track. Okay. Gar nicht darauf geachtet. Ich bin einfach selber gelaufen. Ich habe das aber, glaube ich, auch gar nicht so schlecht gemacht. Ah, hier kann man jetzt das nochmal sehen. Da waren wir gerade drin. Wie cool. Aber wir gehen jetzt erstmal zum Bonobo Lookout. Das ist auch echt cool gemacht. Kann man hier einmal rumlaufen. Und jetzt ist man hier oben. Kann man dann unten nochmal die Schildkröten sehen. Da laufen auch gerade die Mitarbeiter, wo wir waren. Und hier hinten sieht man dann nochmal die Bonobos. Die haben wir auch noch gar nicht gesehen. Das ist auch wieder ein weiteres Gehege. Auch super interessant aus. Nehmen wir nochmal ein schönes Häuschen, haben die Bonobos. Schöne Höhenunterschiede, schön bewaldet. Viele Klettermöglichkeiten. Gut, jetzt hier im Hintergrund fehlt noch ein bisschen was, aber bist du wahrscheinlich noch nicht zugekommen. Ach toll. Es gibt wirklich so viel zu entdecken. Ich weiß gar nicht, wie lang die Besichtigung schon geht. Ich glaube, die geht schon relativ lang. Aber der Zoo ist auch groß. Der ist auch echt groß. Ich glaube, du baust auch schon super lange da dran. Geht es dann auch nochmal lang. Oh, was haben wir denn hier? Ah, hier haben wir Tapire. Ach, wie schön. Auch hier richtig cool unterbrochen, das Gehege, mit so Baumstämmen, damit die Tapire da nicht durchkommen. Finde ich cool. So. Hier sieht man dann nochmal die Bonobos. Oder könnte man sie sehen, wenn sie da oben rumklettern. Ist auch sehr schön gemacht hier mit dem Bewaldeten. Finde ich eigentlich ganz cool. Dann hat man noch einen Grund mehr, nach da oben zu gehen und den von da aus zu gucken, wenn man die Tiere sehen will. Mega cool. So, wo geht's hier hin? Oh, hier gibt es aber auch viele Plattformen. Hier ist der riesige Wasserfall. Gut, hier das Wasser, da sind die Düsen ein bisschen zu weit vorne platziert. Das sieht man immer ganz schlecht, wenn man die platziert. Finde ich immer sehr ärgerlich. Das Problem ist, im Nachhinein einen Wasserfall zu bearbeiten, ist auch super anstrengend, weil es keine Ansicht gibt, um die Düsen explizit nur anzuzeigen. Das wäre echt praktisch, wenn es sowas geben würde. Und natürlich wäre es auch praktisch, wenn man die ausblenden könnte. Also, dass die unsichtbar sind, weil die halt teilweise auch ein bisschen störend sind. So. Ich finde das echt cool, dass du überall diese Plattform hast und man sozusagen gefühlt vom Baumhaus oder von Plattform zu Plattform geht und dann immer gucken kann. Hier sind die Gorilla nochmal zu sehen. So, hier ist nochmal eine Brücke. Und das scheint hier die letzte Plattform zu sein. Hier sieht man dann nochmal die Schimpansen. Die haben wir ja schon gesehen. Und die letzte Affenart. Eine der coolsten Affenarten, die es allgemein gibt. Nämlich der Orang-Utan. So schönes rotes Fell. Mit einem schönen Tempel. Oh mein Gott, der sieht echt nice aus. Schöner Affentempel. Wow. Richtig cool. Ich glaube, hier sind wir aber am Ende. Wäre natürlich noch schön, wenn es irgendwie einen Weg zurückgeben würde. Dann müsste man nicht wieder alles zurücklaufen als Besucher. Aber wir können ja einfach Escape drücken und nochmal von oben gucken. Weil wir haben jetzt, glaube ich, den Zoo fertig. Boah. Diesen Bereich haben wir gerade erkundet. Wirklich riesig.
Sieht aber super interessant aus. Find's echt cool, dass du schon den neuen Bereich angefangen hast. Ich weiß aber echt nicht, ob du wirklich einen Film Five Kingdoms Zoo machen solltest. Weil ich glaube, das Spiel wird das nicht schaffen. Ist sehr schade. Das Motto ist sehr cool, aber ich glaube, das ist nicht umsetzbar in dem Spiel leider. Ich glaube, du solltest eher vielleicht für das neue DLC 9 Zoo anfangen oder so. Wäre wahrscheinlich das Beste. Aber ich habe mich sehr gefreut, mal neue Tiere zu sehen. Das hier oben ist auch ein absolutes Highlight gewesen mit dem Palast. Das war eigentlich alles wirklich cool. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Wir gucken noch mal eben bei Nacht, ob wir irgendwelche Highlights sehen von der Beleuchtung her. Du hast dir auf jeden Fall schon ein bisschen Mühe gegeben, was die Beleuchtung angeht. Nicht schlecht. Aber es fehlt auch noch einiges. Also du hast so ein paar Akzente gesetzt, aber vieles ist auch noch sehr dunkel. Aber ansonsten sind hier nur Laternen. Hier ist echt viele Laternen gesetzt. Schon cool. Aber auch nur bis hier vorne. Dann hast du wahrscheinlich aufgegeben. Kann ich aber auch verstehen. Beleuchtung ist auch so eine Sache, die macht man wirklich nur ganz am Ende, wenn man noch Langeweile haben sollte. So, hat aber richtig Spaß gemacht. Das war The Five Kingdoms von Michael. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch der dazu gefallen hat. Mir hat der richtig viel Freude gemacht. Ich fand ihn richtig cool. Und ich schaue jetzt nochmal ganz kurz nach, ob ich den für euch hochladen darf. Ich habe nochmal nachgeguckt. Er hat den Zoo sogar im Steam Workshop hochgeladen. Das heißt, ich packe für euch einfach unten den Link zum Steam Workshop rein. Dann könnt ihr den dort runterladen. Und falls ihr auch mal einen Zoo habt, den ihr einsenden wollt, dann könnt ihr das auch gerne tun. Unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.